ich bin Melli. Wir machen jetzt gemeinsam eine 10-minütige Sequenz Power Pilates. Nach einem kurzen Warm-up ziehen wir in etwa 8 Minuten unser Programm durch, das du beliebig häufig wiederholen kannst. Viel Spaß! Stell die Füße auf und roll dich langsam und kontrolliert zurück. Gib dir einen Moment Zeit, deine Ausrichtung zu finden. Strecke die Beine. Achte auf die Doppel-S-Form der Wirbelsäule, lass die Schultern weit in den Boden fließen und lockere deinen Kiefer. Lenke die Atmung durch die Nase hinein und durch den Mund heraus und lass jetzt die Arme langsam zur Decke schweben. Die Handflächen zeigen zueinander und wir gehen in die Arm-Circles. Zieh deine Arme zurück und komm wieder herein. In der Ausatmung ziehst du zurück, in der Einatmung hebst du an und kommst wieder herein. Große, raumgreifende Kreise führst du aus und lässt deine Schultergelenke warm werden. Ganz bewusst ziehst du dein Hinterhaupt sanft in die Matte hinein, ziehst deinen Bauchnabel nach innen und schiebst die Fersen weit aus dem Körper heraus. Lass die Arme langsam seitlich neben deinem Becken auf dem Boden aufliegen. Prima. Heb dein rechtes gebeugtes Bein, gefolgt vom linken. Du bist in der 90-90-Position. Aktiviere dein Powerhouse nochmal bewusst. In der Ausatmung senkst du die rechte Fußspitze, ausatmen die linke. Einatmen, wenn das Bein sich anhebt. Du bewegst jetzt hier aus deinem Hüftgelenk. Achte darauf, dass der Bauch flach bleibt und die Bauchspannung dich in Form hält. Ganz bewusst zieht das Bein mit der Ausatmung tief. Erweitere die Bewegung, stelle ausatmen rechts und links auf die Fußspitze, hebe einatmend wieder an. In den Leg Lowers nochmal ganz aktiv die Schultern in den Boden fließen lassen, den Bauchnabel nach innen ziehen und mit dieser Spannung noch ein paar Mal abwärts und aufwärts arbeiten. Nach dieser letzten Wiederholung hältst du die Beine in der 90-90-Position und hebst nun deinen Kopf in die Chest-Lift-Position. Stell dir vor, du klemmst einen großen Apfel unter dein Kinn. Greife mit beiden Händen an dein rechtes Bein, strecke dein linkes Bein und beginne von hier aus mit Single-Leg-Stretches. Schiebe das Bein mit der Ausatmung weg. Deine Hände führen das Bein einwärts, ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen, im Wechsel, ganz weit von dir fortschieben und ganz langsam hört diese Bewegung wieder auf. Du greifst dir die Knie und ziehst dich von hier aus im Assisted Roll-Up in einen Sitz. Du atmest hier ein, du rollst mit der Ausatmung kontrolliert und langsam ab. Der Kopf liegt auf, du atmest ein und in der Ausatmung aktivierst du dein Powerhouse. Schaust geradeaus und rollst dich auf. Noch ein weiteres Mal rollst du ab. Und benutzt die Hände in deinen Kopf und schiebst die Beine direkt nach oben in die Strecke. In einer Ausatmung werden die Beine immer länger. Ein letztes Mal und halte die Beine hier und geh in den Straight Double Leg Stretch. Von hier aus senkst du die Beine ein Stück weit ab. Aber wichtig, du machst es nur so weit, wie es möglich ist, mit deinem angespannten Powerhouse. Ganz bewusst wächst der Bauch nach innen. Das kann 6-mal sein, das kann 8-mal sein, sodass du es gut halten kannst. Und langsam geht das linke Bein nach unten. Die Hände kommen hinter die rechte Wade. Und jetzt bist du hier im Straight Single Leg Stretch in der Ausführung wechseln. Achte schön darauf, dass du viel Luft unter die Achselhöhlen bekommst. Die Ellenbogen wachsen nach außen und dein Oberkörper darf sich auch gerne mit Oberschenkel ein Stück weit annähern. Da wird einem schön warm bei dieser Übung. Und du kommst hier auch langsam wieder zur Ruhe, kommst in die 90-90-Position und rollst dich auf in den Assisted Teaser. Zieh dich hier raus, halte die Unterschenkel, atme durch die Nase ein und rolle langsam Wirbel für Wirbel wieder ab in die Rückenlage und atme ein.
Ausatmung um die eigene Körperachse. Einatmen Mitte, Ausatmen Leben. Hier einatmen, hier ausatmen. Verbringe die Teile. Achte im Spine Twist darauf, dass du so aufrecht wie möglich sitzt. Und der Blick immer deiner Drehrichtung folgt. Das Brustbein kommt mit herum. Und langsam kehrst du zurück in die Mitte. Nimm die Füße ein Stück weiter rein, in etwa ein Fuß weit auseinander. Strecke deine Beine, setze deine Hände so auf, dass dein Daumen zum Gesäß zeigt, die Finger nach außen. Hebe dein Becken. Wir kommen in Leg Pull. In der Einatmung hebst du, in der Ausatmung senkst du. Achte hier besonders auf die Stabilität in deiner Rumpfmitte. Zieh den Bauchnabel nach innen, strecke deinen Körper so lang wie möglich und hebe das Bein bewusst mit der Einatmung, um eine Krümmung zu vermeiden. Sehr schön. Du kommst nun wieder zurück in die sitzende Position, hebst die Arme an und kommst von hier aus langsam zurück in die Rückenlage. Mache einen kompletten Roll-Up. Hebe in der Ausatmung die Arme, im Einatmen den Kopf und schiebe dich im Ausatmen hoch, um dich in der Einatmung aufzurichten und jetzt mit der Ausatmung langsam die Arme nach vorne zu nehmen und wieder abzurollen. Ein weiteres Mal. Ausatmen die Arme, einatmen den Kopf, ausatmen hochrollen, einatmen aufrichten. Ausatmen die Arme sinken lassen und langsam wieder zurückrollen. Du lässt die Arme über die Seite nach außen kommen. Du drehst dich auf die Seite, kommst hier in den Sitz und stützt dich auf deine untere Hand. Lege den oberen Fuß vor dem unteren, die Beine sind in der Körperlinie. Komme hoch, hebe den Arm und komm von hier aus in die Übung The Twist. Du drehst in der Ausatmung, du hebst in der Einatmung. Eine schöne runde Bewegung. Achtung, dein Becken bleibt dabei immer stehen. Schiebe durch, hebe an. Schaue der Hand hinterher. 6 bis 8 Wiederholungen sind hier gut für dich. Ganz langsam kommst du zurück auf die Knie und begibst dich auf die andere Seite. Oberen Fuß vor unteren Fuß, hochstützen, heben. Bist du bereit? Dann geht's los. Ausatmen hier. Du denkst nochmal daran, der Bauchnabel wächst nach innen, das Becken so ruhig wie möglich. Der Arm geht tief und hoch und 4, 5 Mal schaffen wir das noch. Ganz bewusst heben und senken. Hier kommt meine letzte Wiederholung. Ganz langsam kehrst du in den Sitz zurück und begibst dich von hier aus in die Vierfüßlerposition. Schieb die Knie ein Stück nach hinten, leg dich auf den Bauch und komm hier in der Planke, in der Ausatmung hoch und in der Einatmung tief. Ganz bewusst darauf achten, dass die Arme eng an deinem Körper liegen und du von hier aus stabil wie ein Brett nach oben kommst. Du möchtest das erweitern, dann mach noch 2-mal den Schwamm. Heb dich an, rolle tief. In der Ausatmung runter, in der Einatmung hoch und 2 gehen noch. Schön stabil in der Mitte. Und dann schiebst du dich hoch und setzt dich zurück. Von hier aus könntest du jetzt über die Seite zurück in die Rückenlage und das Ganze von vorne beginnen lassen. Aber vielleicht reicht es dir auch schon. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss.